Gut, kommen wir nun zur letzten Auslosung. Jetzt geht es um das Turnier der Herren, das am Samstagabend stattfindet oder am Samstagnachmittag beginnt um 15.30 Uhr. Wir haben hier jetzt 10 Mannschaften mit im Teilnehmerfeld. Wir losen jetzt hier in zwei Durchgängen. Wir haben hier jetzt 4 Mannschaften in der Trommel, das sind allesamt Verbandsligisten. Die werden erst gleichmäßig aufgeteilt auf die Gruppen A und B. Und dann im Anschluss werden dann die Mannschaften, die auf Kreisebene spielen, dann jeweils zu den beiden Gruppen zugelost. Bitte schön. TSV Wankendorf. TSV Wankendorf ist Heimkreismeister in Neumünster geworden. Spielt in der Verbandsliga Südwest. Eckernförder SV. Erste Mannschaft in Gruppe B, der Eckernförder SV. Auch ein Verbandsligist aus der Staffel Nordost. Und hat sich den Titel in Rendsburg-Eckernförde gesichert. Intertürksburg. Aus der Landeshauptstadt auch ein Verbandsligist, Intertürksburg Kiel. Ist dort aktuell Tabellenführer der Verbandsliga und darf sich Hoffnung machen, auch vielleicht in die SH Liga aufzusteigen. Und jetzt die vierte Mannschaft für Gruppe, oder die zweite Mannschaft in Gruppe B. SV Friesia 03. Genau, der vierte Verbandsligist in dem Topf. SV Friesia 03 Risum Lindholm aus Nordfriesland. Steht in der Verbandsliga auch relativ gut da, ist Tabellenzweiter, punktgleich mit dem Husumer, mit der Husumer Sportvereinigung. Genau, jetzt kommen die 6 letzten Mannschaften, die auf Kreisebene spielen, also in der Kreisliga bzw. Kreisklasse. SV Bünningstedt. Genau, SV Timmerhorn Bünningstedt aus dem Kreis Stormarn, kurz vor Hamburg. Auch ein langjähriger Teilnehmer des Lotto Futsal Cups. Also schon eine Mannschaft mit Futsal-Erfahrung. SV Fortuna Bösdorf. Aus dem KV Plön, der Kreis Hallenmeister, SV Fortuna Bösdorf. Spielt in der Kreisliga Plön. TSV Lensahn. Vierte Mannschaft für Gruppe A aus Ostholstein, der TSV Lensahn. Spielt auch in der Kreisliga. Aus Lübeck, auch der Lokalmatador quasi bei dem Turnier, der türkische SV. Spielt hier in Lübeck in der A-Klasse. Entschuldigung, in der Kreisliga. TSV Lindewitt. Jetzt kommt ein Team aus der A-Klasse, der TSV Lindewitt. Ist Kreismeister geworden in Schleswig-Flensburg. Und jetzt dürfte nur noch eine Mannschaft im Topf sein, genau. Und das ist der. PTSK Futsal. Das ist jetzt eine Mannschaft, die eine reine Futsalmannschaft, die an den Futsal-Wettbewerben des SAV teilgenommen hat und dort Sieger in der Futsalliga Kiel geworden ist und jetzt auch am vergangenen Wochenende den Lotto Futsal Cup gewonnen hat. Hier nochmal eine Zusammenfassung: beide Gruppen der Herrenhallen-Landesmeisterschaften in Gruppe A, TSV Wankendorf, Intertürksburg Kiel, SV Timmerhorn Billingstedt, TSV Lensahn, TSV Lindewitt und in Gruppe B der Eckernförder SV,
SV Frisia 03 Risum Lindholm, SV Fortuna Bösdorf, der türkische SV aus Lübeck und PTSK Futsal. Wunderbar, vielen Dank fürs Auslosen. Sehr gerne. Ich denke, da stehen uns spannende Spiele bevor.